Was gibt Schöneres als die Länderspielpause? Da fällt mir spontan nicht sonderlich viel ein, aber wir haben trotzdem mehr als genug Gelegenheit, durch die Pause über Hannover 96 zu sprechen, was jetzt Status Quo ist, wie die nächsten Spiele aussehen und insbesondere, was sich an der Startelf ändern könnte, da jetzt ja zum Beispiel Howie gesperrt ist, aber auch verletzte Spieler zurückkehren. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß! Ich liebe Länderspielpausen. Das werde ich niemals ernsthaft sagen. Das ist auch relativ simpel erklärt, nämlich in einer der Personalien, die jetzt zurückkehren werden, beziehungsweise die jetzt zurückgekehrt sind ins Mannschaftstraining, die auch mittlerweile ein Testspiel absolviert haben gegen den VfL Bochum, was sehr erfolgreich verlief, dazu gleich mehr, nämlich Nicolò Tresoldi, der ist ja in der letzten Länderspielpause krank zurückgekommen, ausgefallen und seitdem ausgefallen durch eine Grippe, eine schwere Grippe. Das kannst du dir kaum ausdenken. Es waren ja mehrere Spieler, die verletzt, in Anführungsstrichen verletzt, krank waren. Zum Beispiel auch Tjaak Ernst von Hertha BSC. Der ist aber relativ schnell wieder zurückbekommen, während es Nicolò richtig doll erwischt hat. Und da denke ich mir jedes Mal aufs Neue, nee, klasse. Also das macht wirklich gar keinen Sinn, dann Spieler abzustellen. Aber gut, andererseits, du willst dein Land repräsentieren und für Nicolò war sicherlich auch eine tolle Erfahrung. Aber irgendwie auch bitter, dass du dann halt so raus bist, weil der Junge war echt gut in Form. Und natürlich hat Howie das extrem gut aufgefangen in der Zwischenzeit. Aber jetzt wird eben spannend zu sehen sein, inwiefern er wieder an seine guten Leistungen vom Saisonstart anknüpfen kann, weil über so einen langen Krankheitszeitraum verlierst du halt einfach deine Spritzigkeit, deine Power etc. etc. Da musst du erstmal wieder reinkommen. Die Saisonvorbereitung ist quasi hinfällig damit und das nervt mich, weil ich will, dass Tresoldi seinen Breakout hier hat. Das hat er mehr oder weniger so oder so schon, aber ich will, dass er noch viel mehr macht, als er es bisher gezeigt hat. Naja, wir haben wie gesagt dieses Testspiel bisher schon gehabt und in diesem haben wir bereits gesehen, wie es ja sein könnte in den nächsten Wochen. Wir haben unter anderem Tresoldi in der Startelf gehabt, der hat 30 Minuten gespielt. Es war ja ein Test über 120 Minuten, meine ich, müssten es gewesen sein. Das heißt, wir haben mehr als genug Möglichkeit gehabt, verschiedene Spieler zu testen, verschiedene Spieler zu sehen. Und einer hat sich da ganz besonders ins Rampenlicht gestellt und das ist einer der Stürmerkonkurrenten von Nicolò Tresoldi, nämlich Andreas Vogelsammer. Der war ja auch bereits gegen Kaiserslautern sehr, sehr stark, hat sogar in die Kicker-Elf des Tages geschafft, unter anderem aufgrund seiner sehr starken Vorlage in der ersten Halbzeit zum 1:0. Und der hat sich mittlerweile echt gut zurechtgefunden, echt gut eingefunden. Ich habe es ja gesagt, ich war nicht am Anfang 100.000-prozentig begeistert. Andererseits ist es ein sehr schöner Kontrast nochmal zu den Spielertypen, die wir im Kader hatten. Und halt eben jemand, der bereits in der zweiten Liga Erfahrung hat und der seine Qualitäten direkt einbringen konnte. Hat man gegen Osnabrück gesehen mit seinem schönen Tor, hat man aber eben auch durch diese Vorlage und durch diese extreme Physis und diese körperliche Stärke, die er mitbringt, die er in England offensichtlich auch nochmal mehr gelernt hat, der sich einbringt und dementsprechend auch einen enormen Mehrwert für die Mannschaft liefert. Das kann gerne so weitergehen. Die Frage ist halt eben nur, startest du in den kommenden Wochen mit Teuchert und Andreas Vogelsammer und dahinter mit Schaub? Startest du jetzt nur die beiden Spiele ohne Howie oder startest du vielleicht sogar direkt wieder mit Tresoldi und der spielt sich fest? Startest du vielleicht auf der 10 mit jemandem ganz anderes? Startest du, keine Ahnung, plötzlich mit Sebastian Ernst, der im Testspiel auch gespielt hat? Es ist halt super interessant, weil es gerade so viele Spieler gibt, die irgendwie auch zurückkehren. Was heißt viele? Also wirklich relevant am Anfang der Saison war noch Max Christiansen. Der war ja dann auch verletzt, ist jetzt wieder da. Das heißt, wir haben gegebenenfalls sogar die Option, ziehst du Enzo Leopold eine Position nach vorne. Theoretisch. Wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass wir mit einer 6 und 2 Achtern spielen und dann mit zwei Spitzen. Es wird wahrscheinlich genauso bleiben wie bisher. Es hat ja auch sehr gut funktioniert, muss man fairerweise dazu sagen. Aber das macht halt einfach nochmal so ein bisschen was auf. Ja, Fabian Kunze spielt sehr, sehr stark, seitdem er wieder in der Startelf ist. Trotzdem wird Max Christiansen auch versuchen, da wieder reinzurücken. Vielleicht sehen wir früher oder später wieder Christiansen und Kunze zusammen. Wobei, Enzo kannst du gerade auch nicht rausnehmen. Von daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, was sollte gegen Magdeburg auf dem Platz stehen und das ist ja genau der entscheidende Punkt, denn wir haben eben nicht nur ja, Spieler, die zurückkehren, sondern wir haben auch ein Spiel, das zurückkehrt. Denn letzte Saison war es ja auch so, dass wir an einem Freitagabend aber damals in Magdeburg gespielt haben, haben da 4:0 gewonnen, haben die ziemlich auseinandergenommen. Seitdem hat sich aber in Magdeburg ja einiges getan. In der Rückrunde haben wir dann dementsprechend auch die Quittung bekommen, wobei das ja auch unsere Katastrophenrückrunde war. Und es ist so ein bisschen Fisch- oder Fleischprobe jetzt quasi gerade. Das ist falsch, ne? Weder Fisch noch Fleisch ist dann beides. Naja, es ist so Hop oder Top. Nehmen wir es so. 96 bis zum Spiel gegen Lautern sehr gut unterwegs gewesen. Tabellenplatz hat absolut gestimmt. Alles war wunderbar. Dann kriegst du diese Niederlage. Wir müssen jetzt nicht nochmal drüber reden, wie die zustande gekommen ist. Aber stehst jetzt dementsprechend in dieser unglaublich engen Tabelle, die es gerade ist, nicht mehr so komfortabel da wie vorher. Entsprechend wäre ein Sieg unglaublich wichtig, um sich selber zu festigen und dementsprechend die eigene Position zu stärken in der Liga, wenn man sich weiterhin oben festsetzen möchte.
Magdeburg hat die letzten Wochen jetzt nicht mehr so performt wie zu Saisonbeginn. Man muss fairerweise sagen, dass sie zum Saisonbeginn eine absolute Macht waren. Die haben richtig geilen Fußball gespielt, tun sie auch immer noch. Was fehlt aktuell sind die Ergebnisse. Aber du darfst sie natürlich trotzdem nicht unterschätzen, weil, und da bin ich so ein bisschen jemand, der das verfechtet, das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, früher oder später wird es eben dazu kommen, dass du Spiele gewinnst oder Spiele verlierst. Vielleicht auch unentschieden spielst, egal wie du vorher warst. Das ist jetzt vielleicht klingt total bescheuert, aber das denke ich mir auch in der Bundesliga manchmal so, wenn ich tippen muss. Die haben jetzt lange nicht gewonnen, na, vielleicht dann dieses Wochenende. Ich habe sowohl, glaube ich, auf Köln, nee, bei Köln habe ich unentschieden gegen Stuttgart getippt, ich habe auf Mainz gegen Stuttgart getippt. Einfach weil das ab und zu so ist. Und dementsprechend musst du dich bei Magdeburg auf jeden Fall in Acht nehmen. Die haben jetzt letztes Wochenende gegen Karlsruhe 1:1 gespielt. Karlsruhe ja auch sehr schlecht reingestartet in die Saison für die Kaderqualität, wenn man es einfach mal so möchte. Davor haben sie 1:0 gegen Nürnberg verloren in Nürnberg. Davor 4:3 auf Schalke verloren und 1:1 zu Hause gegen Paderborn. Das heißt, die warten jetzt schon ziemlich lange auf den Sieg. Der letzte Sieg war Anfang September. Das war das 6:4 gegen Hertha. Das zeigt aber auch schon gerade das große Thema, was man da immer beachten muss. Die sind offensiv stark. Die haben auch gegen Schalke 3 Tore geschossen. Die haben gegen Paderborn ein Tor geschossen, die haben gegen Karlsruhe ein Tor geschossen. Das einzige Spiel, wo sie nicht getroffen haben, ist das gegen Nürnberg. Haben unter der Länder oder während der Länderspielpause jetzt auch einen Test gegen den BTSV gemacht, haben den 4:2 gewonnen. Gut, das heißt nichts, das ist immer noch der BTSV. Aber so oder so muss man natürlich auf die aufpassen. Insbesondere, weil der Spielstil, den Christian Titz spielen lässt, natürlich ein unglaublich attraktiver ist für einen neutralen Zuschauer. Aber für jemanden, der das gegnerische Team supportet, ein absoluter Krampf. Extrem ballbesitzstark, extrem technisch versiert. Die spielen einfach richtig guten Tiki-Taka-Fußball, ähnlich wie der HSV, mit kleinen, wendigen Spielern, mit vielen ekligen Bewegungen, mit vielen, ja, Situationen, wo sie halt einfach auch mal Sachen machen, die du vielleicht normalerweise nicht so erwarten würdest, weil das einfach so kleine, geniale Momente sind. Und das musst du halt eben komplett unterbinden. Und zwar das ganze Spiel über. Und das ist natürlich eine Konzentrationssache. Ich glaube, wir sind sehr gut damit aufgestellt, weil unsere Defensivreihe ja nun mal aus Phil, Bright und Halstenberg bestehend aktuell einerseits erfahren ist, andererseits aber auch physisch auf dem Level, dass sie einerseits mit diesen Mickey-Mäusen, so nennt Christian Titz sie übrigens selber, dass sie dagegenhalten können. Wisst ihr, was heißt gegenhalten? Dass sie dominieren können physisch. Aber dass sie auch trotzdem nicht zu langsam oder zu unwendig sind. Das sind jetzt ja keine Bauklötze. Also Phil ist unglaublich schnell zum Beispiel. Bright ist auch ziemlich beweglich für seine Größe, verhältnismäßig noch und auch sehr schnell unterwegs. Halstenberg sowieso und der hat auch das taktische Verständnis. Das heißt, da mache ich mir gar nicht so Sorgen. Und offensiv haben wir sowieso keine Probleme, weil defensiv sind die verwundbar. Du musst es nur richtig anstellen. Und du musst halt aufpassen, dass du dich insbesondere zu Hause nicht hinten reindrücken lässt. Weil wenn du dieses Spiel verlieren solltest, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, ich werde auch wieder da sein, dementsprechend hoffe ich doppelt und dreifach, dass wir nicht verlieren werden. Wenn du sie in diesen Flow reinkommen lässt, dass sie dich zu Hause dominieren, dann wird auch das Publikum unruhig werden. Wenn du aber deinen Stiefel selber spielst, und das haben wir ja bereits gemacht, das haben wir ja öfter schon gesehen, gerade zu Hause, die Saison läuft bisher sehr, sehr gut, dann habe ich da auch ein ganz gutes Gefühl. Trotzdem wird es wichtig, weil gucken wir nochmal auf die aktuelle Tabellensituation, dann können wir es nochmal ein bisschen genauer, beziehungsweise können wir es nochmal ein bisschen klarer festmachen, was aktuell der Status quo ist. Platz 5 mit 15 Punkten, das heißt punktgleich zum Beispiel mit Düsseldorf, ein Punkt vor Paderborn, die ich vor 2 Wochen noch als Krisenteam abgeschrieben hätte, 2 Punkte vor Magdeburg, das heißt, die könnten mit einem Sieg auch an uns vorbeiziehen, aber auch auf der anderen Seite nur ein Punkt hinter Kiel auf 4, 2 Punkte hinter Lautern auf 3 und 2 Punkte hinter MSV auf 2. St. Pauli vorne mit 19 Punkten. Das zeigt aber, wie eng diese Liga ist. Aktuell trennen uns und Platz 13 3 Punkte. Wir verlieren das Ding. Ich weiß gar nicht, die können, glaube ich, nicht alle spielen auch gegeneinander teilweise, aber wenn die alle gewinnen würden, Torverhältnis wäre noch da, plötzlich wären alle punktgleich. Das macht es halt aktuell so extrem spannend und dementsprechend ist es so super wichtig, 3 Punkte mitzunehmen und eben weiter vorne zu sein. Wir haben jetzt noch gut am Samstagmittag, wo ich das Video aufnehme, das heißt minus 12 Stunden, minus 6 Stunden, minus, also 18, keine Ahnung. Wir haben noch eine gute Woche, meine Güte, wir haben eine gute Woche Zeit, bis dieses Spiel stattfindet. Und in der Zeit hoffe ich, dass Nicolo zumindest für einen Kurzeinsatz wieder fit wird, beziehungsweise, dass man den vielleicht sogar in der Startelf sieht, auch wenn es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Und dass relativ klar wird, dass wir uns von diesem 1:3 in Kaiserslautern nicht verunsichern lassen. Das glaube ich sowieso nicht. Ich glaube, die Mannschaft ist sich im Klaren darüber, was da passiert ist. Ich glaube, die Mannschaft weiß, dass das eine ärgerliche Niederlage war, die auch durch äußere Umstände zustande gekommen ist. Und jetzt erst recht muss die Mentalität sein. Denn die Wochen danach werden jetzt nicht unbedingt weniger turbulent bzw. weniger aufregend. Du spielst zum einen auf Schalke. Das ist so ziemlich die unangenehmste Aufgabe, die ich mir gerade vorstellen kann. Lasst auch da. Ich habe jetzt ganz oft auf Schalke getippt, weil ich mir dachte, die müssen irgendwann mal wieder gewinnen.
Lasst euch nicht davon irritieren, auf welchem Tabellenplatz sie stehen. Die haben jetzt vor allem einen neuen Trainer und von dem halte ich viel. Weil der hat mit Union Royal Saint-Gilloise, so ist richtig. Der hat's ziemlich stark gemacht in Belgien und der spielerische Ansatz ist da. Und auch wenn viele sagen, ja gut, Dreierkette kann dieser Kader ja nicht. Na, pack mal so einen Schallenberg in die Innenverteidigung, pack mal so einen Merkin vielleicht invers auf die rechte Seite und plötzlich ist das eine Truppe, die richtig gefährlich werden kann. Lass mir in der Spitze mit seinem Tempo, mit seiner Physis, Uedra Ogo dahinter für die genialen Momente und dann auf Schalke. Gott sei Dank ist es kein Flutlichtspielabend, sondern es ist ein normales Konferenzspiel. Aber so oder so wird das auf jeden Fall ein ordentliches Brett werden. Und danach kommt das Derby. Ja, und das Derby ist natürlich immer spannungsgeladen. Wir spielen zu Hause. Danach fahren wir nach St. Pauli. Also die nächsten vier Spiele. Und dann geht es übrigens zu Hause gegen Hertha und auswärts in Paderborn. Also das sind wirklich Brecherspiele, die jetzt kommen. Allesamt. Einmal durch die Tragweite, zum Beispiel beim Derby. Andererseits durch die Qualität der Gegner oder durch die Größe der Namen. So oder so ist das halt eben die Hop- oder Top-Phase. Wenn wir hier gut durchkommen, wenn wir hier viele Punkte holen, dann sind wir ein Spitzenteam in dieser Liga. Wenn wir jetzt einbrechen oder wenn wir uns vielleicht verunsichern lassen von diesem Kaiserslautern-Spiel, dann sieht es ein bisschen schwieriger aus. Und da bin ich echt gespannt, wie das wird. Schreibt mir mal eure Tendenz, schreibt mir euer Bauchgefühl, weil wie gesagt, es gibt jetzt nicht viel zu berichten diese Woche. Wir haben das Testspiel gewonnen gegen Bochum, 2 Tore von Vogelsammer, das ist sehr, sehr schön. Ein Tor von Talel Mumulu, auch nicht zu unterschätzen. Die Jungs kommen zurück, Christiansen und Trisoldi, aber ansonsten, es gibt halt nichts zu berichten. Aber umso schöner ist es, wenn man sich da mal so ein bisschen Gedanken darüber machen kann, was halt sonst noch so passiert am Horizont, beziehungsweise wie die nächsten Wochen aussehen könnten. Und ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr im Derby dabei seid. Da werde ich dabei sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr gegen Magdeburg dabei seid. Da werde ich auch dabei sein. Und wie eure Tendenz erstmal für die nächsten drei Spiele ist. Weil die nächsten drei Spiele, das Derby, ihr wisst das alle. Ich finde das ja selber immer so ein bisschen quatschig, weil es ist auch nur ein Spiel, gilt auch nur 3 Punkte dafür. Aber es hat halt eine höhere Tragweite, weil die Fans davon mehr angezündet werden, weil die ganze Stadt davon mehr angezündet wird und weil das halt einfach die Stimmung im Verein und im Umfeld extrem beeinflusst und das wirkt sich ja indirekt auch auf die Mannschaft aus. Von daher die nächsten drei Spiele, wie ist eure Tendenz, was glaubt ihr aktuell? Ist es so positiv wie ich bin? Weil ich bin positiv, ich glaube tatsächlich, dass wir es sehr gut gemacht haben die letzten Wochen und dass die Ergebnisse zum Teil einfach ja und schlechter haben aussehen lassen, als wir waren. Oder sagt ihr vielleicht sogar, oh, ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich bin gespannt. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das Video kommt am Sonntag übrigens, also nicht wundern. Und am Sonntagabend werde ich auch streamen. Das heißt, also sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie es mir geht. Ich habe nämlich so ein bisschen Erkältungssymptome, bin auch das Wochenende jetzt ein bisschen raus, bin ich da. Aber gegebenenfalls gibt es Sonntagabend einen Stream, dann machen wir mit der 96 Karriere bei mir auch weiter. Saisonstart war da auch eher schleppend. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und tschüss.